Sehr schön, dass der weggeht. So, Leute, ich möchte speichern. Und laden. Es geht, wunderbar. Mal sehen, ob wir uns durchschleichen können, Leute. Mit unserem Chamäleon. Zumindest den oben werden wir vermutlich töten müssen. Links sieht es besser aus. Chamäleon kurz aufgefrischt. Ist, er kommt hierher. Er müsste sich wieder umdrehen. Warum kommt er jetzt hier? Wow, da vorne gibt's. Oh! Das möchte ich holen. Auch das andere. So, was lassen wir hier? Lassen wir den hier. Jetzt kommen wir hier hoch. Und der ist auf der anderen Seite, Leute. Wir schaffen es. Geschafft. Aha. Und er hat mich nicht bemerkt. Sie haben uns immer noch nicht bemerkt. Super. Das gefällt mir, Leute. Es ist Nacht. Schön. So, Portal besiegt. Davon ist auch ein Portal. Ach nein, das ist dieses Portal hier. Genau, jetzt gibt es da vorne halt noch hier diesen Weg hier entlang. Gibt es noch ein bisschen was? Und hier, da in diese Richtung gab es noch ein bisschen was. So, aber wir waren jetzt die ganze Zeit überlastet. Deswegen würde ich jetzt gerne erstmal nach Hause Zeug ablegen. Wir haben immer noch das eine. Geil! Wir müssen doch noch. Keine Ahnung, warum wir es bei dem anderen nicht hatten. Aber egal. Aber wahrscheinlich, weil wir uns dauernd teleportieren. Und das Pferd deswegen noch hier war. Na, keine Ahnung. So, das kommt alles weg. Wunderbar. Pause. So, jetzt wird dann erstmal Zeug abgelegt und repariert und dann wird verkauft, Leute. So, mal sehen, was wir hier haben. Schlüssel haben wir keine zum Ablegen. Da sind Seelen drin, das passt. Da sind auch Seelen drin. Und dann haben wir noch hier noch den überweltlichen Siegelstein. Der kommt, glaube ich, hier rein, oder? Ja. So, Hämmer bräuchten wir. Die sind hier vorne drin. So, erstmal nur 10. Und dann nochmal 2.
So, dann. Passt das hier? Basisring der Infovision. Haben wir den schon? Der halt hier. Basisring der Infravision haben wir noch nicht. Ring des Wasserwandelns. Da ist der, Leute. Cool. Gut, Ring des Wasserwandelns. Ring des Wasserwandelns haben wir schon. Das war's hier. Stadt Übigkeit des Raureifs. Stab des Raureifs haben wir schon. Und der Übigkeit auch. Okay, dann Pfeile. Wir haben jetzt nur noch die hier. Das sind dann 913. Das heißt, wir bräuchten noch ganze 87 Eisenpfeile. Die schon wieder unsichtbar sind, Leute. Na gut, dann halt beim nächsten Mal wieder. So, speichern. Hier. Laden. Funktioniert super. Zurück zum Portal. Das ist unser Einhorn. Ah, schön. Okay, die Herstellung hat sich verbessert. So, da rechts geht's nach Barville und nach Lea Wien und links geht's zur Kaiserstadt. Wir gehen jetzt mal hier runter, Leute. Zu dieser Schenke. Faregül. Faregül Inn. Sehr schön. Sonst, außer der Höhle da hinten, gibt es hier sonst nichts. Okay. Schönes kleines Stück Land. Eine Fackel. Gehen wir rein. Hallo! Steht einfach ein Typ vor dir und teilt dich die ganze Zeit. Ja. Alex Lenkolia. Ich denke, ich habe ein wenig Zeit. Was ist? Bitte fahrt fort. Ja? Mag er nicht. Okay. Was Gute da geht. Was für ein mieser Ich. Ihr habt meine Bewunderung sehr beeindruckt. Was für ein mieser Scherz. Ich meine Güte, das soll komisch sein? Was für ein mieser Scherz. Wie du meinst. Wiedersehen. Abuki. Schönen Tag. Lasst ihr euch Zeit. Ihr seht euch nur um. Billigere Preise. Ich glaube, ich habe vergessen zu verkaufen, Leute. 50 hat sie nur. Ah, Mist. Egal, wir kaufen jetzt einfach mal bei ihr. Hier diese Birne. Das ist. Diese Birne. Brombeere. Oh, die ist Experte, Leute. Da wird nicht viel gehen. Ihr glaubt doch nicht ernst. Ja. Ihr. Sie hat ziemlich viel zu verkaufen, Leute. Es. Ein.
Das war viel. Empfehlt mich euren Freunden. Natürlich. Ich bin bereit zum Lehren, wenn ihr bereit zum Lernen seid. Wir könnten trainieren, Leute. Veränderung. Wir sind Geselle. Und sie auch. Wollen wir das hier machen, Leute? Oder wollen wir unsere... ich weiß es nicht. Ach, machen wir es einfach hier. Mal sehen. Gut, das... Ich kann euch... Auf zum Training. Sehr schön. Auch ihr. Die Hälfte haben wir voll. Veränderung, 66 Punkte. Juhu. Nahkampf wäre es gewesen, Leute. Bei Nahkampf... Ah, da hätten wir jetzt dann die 5 Punkte auch komplett voll bekommen auf 100. Naja. Wer bist du? Oh, was soll ich bloß tun? Sie sind weg, alle weg. Könnt ihr mir helfen, meine verschollenen Riesenkartoffeln zu finden? Wie kann man Riesenkartoffeln verlieren? Die Gegend östlich des Nieben ist noch ziemlich wild. Kaum Menschen, außer Banditen. Aber zumindest haben die Schatzjäger noch nicht alles leergeräumt. Geht nur. Mag sie? Mag sie nicht? Mag sie nicht? Mag sie? Einverstanden. Ich habe wohl versucht, nicht mich zu manipulieren. Was für ein Unsinn. Wohl, bitte nicht. Es tut mir leid. Was? Wieder wohl kaum. Das reicht mir. Ihr Riesenkartoffeln. Bitte helft mir, sie zu finden. Wenn ich sie nicht für die nächste Portion meines berühmten Kartoffelbrots habe, dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Wie dumm von mir, sie ganz alleine da draußen zu lassen. Dabei wollte ich ihnen doch nur etwas Sonne gönnen. Und plötzlich waren sie weg. Ich sah jemanden nach Westen davonlaufen. Aber ich bin zu ängstlich, um mich alleine in die Wälder aufzumachen. Bitte... Könnt ihr mir helfen? Ich zahle euch gut, das schwöre ich. Der Kartoffelklau. Ich habe im Faregül-Gasthaus eine merkwürdige Kaschid namens Sajira getroffen. Sie ist überzeugt, jemand habe ihren Vorrat an Riesenkartoffeln gestohlen. Anscheinend benutzt sie diese zur Zubereitung von dem, was sie berühmtes Kartoffelbrot nennt. Sie hat eine Belohnung für die sichere Wiederbeschaffung der Kartoffeln geboten, wer auch immer sie sind. Sajira sagte, sie seien riesig gewesen und wären Richtung Westen gegangen. Hallo? Hallo? Da darf ich rein, heißt es. Na gut, gehen wir nach Westen. Da lang. Aha. Na gut, gehen wir dahin. Da vorne gibt es eine Eileiten-Ruine, Leute. Aber nicht da, wo die Quest zu sein scheint. Ein Oger. Oger scheinen also die Kartoffeln gegessen. Dieser eine Oger hat die Kartoffel.
Halbes Leben hat er schon nicht mehr. Es könnte ja mal langsam Nacht werden, oder Leute? Mist, ich habe zu schnell geschossen. Ich glaube, ich möchte seine Seele haben dann, Leute. So, jetzt bekommt er den Seelenzauber drauf. Seele gefangen. 21 Eisenpfeile. 6 Riesenkartoffeln hat er. Ich bin draußen in der Wildnis auf einen Oger gestoßen. Dieser scheint Sajiras Dieb zu sein, da er ihre Riesenkartoffeln bei sich hatte. War ja gut, dass sie nicht hinterher ist. Und da vorne scheint es eine Eileiterruine zu geben, die wir sonst wahrscheinlich nicht finden werden. Die holen wir uns dann später. Machen wir erstmal die Quest fertig. Ist alles in Ordnung? Ihr seht etwas krank aus. Ja, geht schon, geht schon. Ist es euch gut ergangen? Ihr habt sie, ihr habt sie. Ich kann spüren, dass ihr sie habt. Riesenkartoffeln. Irgendwie war das nicht so ganz richtig gerade. Quest Bennett, der Kartoffelklau. Ich wünsche euch gute Reise. Danke. Ich habe Sajira die Riesenkartoffeln zurückgegeben. Sie war überglücklich und belohnte mich mit dem ersten Schub von ihrem berühmten Kartoffelbrot. Ach echt, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Brotleib? Sajiras berühmtes Kartoffelbrot. Leute, das heben wir auf. Das hat Leben entdecken, Lebensenergie wiederherstellen, Schaden, Geschicklichkeit und Stärke. Statt Ausdauer wiederherstellen, hat es Lebensenergie wiederherstellen, aber ansonsten ist es genau gleich. Das wird aber aufgehoben. So viel Bier, Leute.